Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein, hier von Klein Marketing Consulting. Und heute geht es um das Thema Skalieren und das über E-Mail-Marketing und vernünftige Marketing-Tools. Da habe ich dir auch hinten ein paar Links reingemacht, wo du dir kostenlos mal ein paar Tools anschauen kannst für ein paar Wochen. Und heute mal zwei, drei Themen diesbezüglich, wo viele verkehrt machen. Und das Erste, wo viele einen Fehler machen, ist die Betreffzeile. Du musst dir eines im Klaren sein, dass du letztendlich im Copywriting, also in Werbetexten, grundsätzlich immer nur den nächsten Schritt, die nächste Zeile, ja, verkaufst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es bringt nichts, wenn du einen fetten, großen, super Nugget in deiner Werbebotschaft versteckt hast, aber sie niemals jemand liest. Ja? Und ganz ehrlich, ich kenne einige Entscheider, die kriegen am Tag 3, 4, 5, 800 E-Mails teilweise. Die lesen grundsätzlich nur noch die Betreffzeile. Ja? Alles andere wird da gar nicht mehr gelesen, wenn sie es überhaupt noch selber lesen. Manchmal ist es sogar die Sekretärin, und selbst die Sekretärin liest nicht mehr jede E-Mail, sondern auch nur noch die Betreffzeilen. Ja? Also das ist, geht in Ufer bei manchen Entscheidern wirklich aus. Das Erste ist die Betreffzeile. Und viele machen dort den Fehler, ja, dass sie hier irgendwie sowas reinschreiben wie Hallo und dann Vorname. Ja, Ausrufezeichen oder sowas. Und dann kommen die sofort in den Spam rein, ja, wegen dem Ausrufezeichen. Und dass sie einfach überhaupt, und selbst wenn sie nicht in den Spam reinkommen, dann werden sie nicht geöffnet, weil das einfach überhaupt gar nichts aussagt. Ja. Das bedeutet, richtig gemacht, ja, ist zum Beispiel, wenn du dein wertvollstes Nugget, ja, von deiner kompletten Botschaft, von deiner kompletten E-Mail bereits irgendwie versuchst, in Kurzform in die Betreffzeile reinzukriegen. Dass du überhaupt erstmal also zum Beispiel mit 3.000 Euro, 50.000 Umsatz erzeugt. Wenn deine Zielgruppe halt quasi Leute sind, die zum Beispiel Online-Marketing machen möchten oder sowas. Ja? Also wirklich ganz prägnant schreiben in der Betreffzeile, um was geht es in der E-Mail und was bringt mir diese E-Mail? Ja? What's in it for me? Ansonsten wirst du hier keine Chance haben, was die Betreffzeile betrifft. Dann das Nächste. Das Nächste ist der Pre-Header. Also das ist eine Sache, die noch viel mehr unterschätzen. Das ist der sogenannte Pre-Header. Und der Pre-Header ist nichts weiteres, der Pre-Header-Text, als wie die ersten 7 bis 10 Wörter der E-Mail. Ja? Das heißt, du hast hier die Betreffzeile und dann der Pre-Header-Text. Ja? Und das sind jetzt halt hier die ersten Wörter deiner E-Mail. Auch das sieht man letztendlich, bevor man überhaupt die E-Mail geöffnet hat, je nachdem, welchen Client man nutzt, ob man es hier auf dem Handy hat, ja, oder eben nicht oder was auch immer. Und das ist sozusagen vielleicht sogar der größte Fehler. Jetzt schneit es auch noch. Oh, es hat gerade zum Schneien angefangen hier in München. Das erste Mal hier, 2022, ja, 2. Dezember, Freitagabend. Also gut, das ist das Allerwichtigste und das erkenne ich viel, weil viele sagen, naja, jetzt hat der Entscheider die E-Mail geöffnet, war so freundlich, na, jetzt fange ich erstmal ganz soft hier an ich freue mich, schönes Wetter oder Smalltalk oder sonst irgendwas, was ich da schon erstmal gelesen habe. Ja. Nein, du musst hier sofort mit einer prägnanten Werbebotschaft zum Beispiel
50% zusätzlich an Kunden gewonnen mit deiner Interessentenliste. Ja. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie das geht, ja, oder wie das gegangen ist, ja. Also die kurz und knappe Botschaft, worum es auch in der weiteren oder in den weiteren Texten dann geht. Ja. 50% zusätzlich an Kunden gewonnen, okay. Ich möchte jetzt wirklich gerne wissen, wie das funktioniert, ja. Und dann geht es eben hier weiter und so weiter, ja. Also ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwie langweilig mit der E-Mail beginnt, sondern sofort auch hier mit der die entscheidende Botschaft rausholen. Dann der Mangel, das nächste, was ich noch schreiben will, ist der Mangel an CTAs. Ja. Ich sehe es immer wieder, dass dann ITler E-Mails verschicken, die ewig gut sind, ewig lang, aber nicht ein einziges Mal dann irgendwie ein Call to Action drin steht. Ja, ich sehe das auch viel bei Verkäufern, die IT verkaufen, auch sozusagen genauso wie die ihre Gespräche führen, ja, dass sie letztendlich da stundenlang Gespräche führen, beraten, aber niemals irgendwie dann eine Handlungsaufforderung dann also empfehlen, lassen Sie jetzt den nächsten Workshop machen oder was verkaufen und so weiter und so weiter. Also genauso sehe ich dann eben die E-Mails auch, dass einfach hier kein Call to Action drin ist. Und ganz ehrlich, der einzige Grund, warum wir diese ganze Arbeit hier uns machen mit den ganzen E-Mails und alles, wir wollen was verkaufen. Das heißt, ohne Call to Action wird niemand, kein einziger Interessent jemals irgendwas von dir kaufen. Das heißt also ganz, ganz wichtig, am besten 2 bis 3 Mal, je nach natürlich 2 bis 3 Call to Actions je E-Mail. Ja, wenn die E-Mail länger ist, runterscrollen, dann müssen Sie nicht wieder, oh, okay, jetzt möchte ich gern kaufen, dann müssen Sie wieder raufscrollen. Also das ist jeweils quasi, die auch dann das benutzen können. Und ganz wichtig ist auch noch die Raumaufteilung. Das mache ich hier noch ganz kurz hin. Raumaufteilung. Ja, also viele machen viel zu viel, zu lange Texte, ja. Ist besser, wenn du die quasi kurze Texte machst, ja, weil nämlich die meisten E-Mails mittlerweile auch hier mit den Dingern hier gelesen werden, ja. Haben auch viele nicht auf dem Radar. Ja, verstehst du, was ich damit sagen will? Also ich mache das mal hier hin. Also du kannst jetzt einfach hier zum Beispiel den Text, den E-Mail-Text kannst du hier bis zum Anschlag immer schreiben, ja, und dann bis der automatische Umbruch kommt. Oder, das ist nicht so gut, besser ist, wenn du den E-Mail-Text quasi künstlich verkürzt. Ja, also hier, dann machst du ein Komma rein, dann fängst du eine neue Zeile an, dann geht die Zeile nur bis dahin, fängst du eine neue Zeile an und so weiter. Ja. Das heißt, das ist viel schmaler ist insgesamt, der Text liest sich viel besser. Dadurch wird natürlich die E-Mail insgesamt länger und deswegen ist es so wichtig, dass du dann halt, hier ein Call to Action einbaust, ja, und dann hier eben nochmal, ja, und dann hier vielleicht nochmal, gegebenenfalls, je nachdem, wie viel Text drin ist insgesamt, weil natürlich hier, wenn der Kunde dann die E-Mail liest, der Interessent, und dann hier unten ist, ja, und hat sich jetzt entschlossen, okay, ist geil, ich möchte den Call to Action ausführen, dass er nicht nur mal raufscrollen muss, sondern es dann hier auch die Möglichkeit hat zu klicken, hier. Und genauso eben hier. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hol den Termin bei mir, wenn du Bock hast auf mehr. Und ansonsten Video weiterempfehlen, Daumen hoch. Und Kanal abonnieren. Bis dahin, ciao.